Mein Name ist Ulrike Zuberl und das ist Zeichensetzung. Ich begrüße Sie zu einer weiteren Folge der Reihe über Göttinnen und Götter, Heroen, Helden, Dämonen und große Magier. Und wir haben diese fünfte Season begonnen mit den Göttern Griechenlands. Und wir wollen auf diese ersten Sitzungen heute einen Rückblick halten. Und dieser Rückblick ist betitelt mit den Worten vom Mythos zum Logos. Wir haben begonnen mit den griechischen Gottheiten und wir haben gesehen, wie sie sich ab dem 8. vorchristlichen Jahrhundert bis in das 4. vorchristliche Jahrhundert hinein ausgestaltet haben, wie sie sich verändert haben in einer Zeit, in der die Griechen immer mehr setzten auf menschliche Vernunft, auf den sogenannten Logos. Man ging weg in diesen Jahrhunderten von den alten archaischen Vorstellungen der Naturgötter und dachte sie auch neu an. Ursprünglich waren diese Naturgottheiten Aspekte des Lebens gewesen, Aspekte der Beziehung zwischen Mann und Frau, Aspekte des Krieges, Aspekte der Krankheit, des Todes, des Lebens in einer anderen Welt, in einer Welt, die man erst sah nach dem Tode. Für mich so bezeichnend, so wichtig für diese frühen Gottesvorstellungen ist die Präsenz der Götter, dass immer wieder an Festen und in Kulten die Götter präsent werden inmitten der Menschen, dass die heilige Zeit und die Zeit der Menschen in eins geht. Diese Götter sind ambivalent. Sie sind weder gut noch böse, sie haben keine moralische Funktion. Sie erlassen zwar Gesetze, man muss ihre Gesetze, ihre Vorschriften befolgen, aber sie sind nicht das, was wir gut nennen, moralisch nennen. Das ist erst eine sehr späte Entwicklung, die eigentlich dann sich erst im ersten vorchristlichen Jahrhundert und dann in den Jahrhunderten nach der Zeitenwende durchgesetzt hat. Der Gestaltwandel ist eins ihrer Merkmale, dass sie sich in einem Prozess verändern können, von einem Menschen in Tiere, in Pflanzen, dass die Identitäten nicht festgeschrieben sind, sondern dass die Welt sowieso in einem ständigen Prozess, in einem ständigen Wandlungsprozess begriffen wird. Und dazu gehört eben auch, dass die Götter sich auch ständig verwandeln können, ihre Gestalt verwandeln können. Es ist eine Gesellschaft, in der die mündlichen Traditionen Gültigkeit haben. Es ist die vorschriftliche Zeit. Das griechische Alphabet, was sich ja herausmendelt im 8. vorchristlichen Jahrhundert, braucht sehr lange, um sich durchzusetzen. Die Zeit der alten Gottheiten ist die Zeit, in der mündlich Wissen weitergegeben wird. Und das wird ganz stark abgehoben von dem, was wir dann in der schriftlichen Zeit kennen, wo der Wert auf Lesen und Schreiben gelegt wird. Aber das ist eine Entwicklung, die sehr, sehr viele Jahrhunderte in Anspruch nimmt. Und noch im vierten vorchristlichen Jahrhundert ist das Lesen und Schreiben nichts allzu Lobenswertes. Wir werden darauf noch zu sprechen kommen. In dieser Welt der alten Gottheiten spielen Frauen eine große Rolle. Sie sind genauso wichtig wie die Männer. Und das wird sich dann eben ändern im 5. vorchristlichen Jahrhundert, wo sich so etwas wie männliche Rationalität durchsetzen wird. Und bei diesen Gottheiten ist Sex etwas vollkommen Natürliches
und hat noch nichts zu tun, was wir dann auch im Christentum eben als platonische Leibfeindlichkeit kennen und beschrieben sehen. Aber in diesen Jahrhunderten, ab dem 6., 5., 4. vorchristlichen Jahrhundert, setzt sich eben ein neues Denken durch, eine neue Rationalität, die männlich ist, die Logos genannt wird und die wegführt von den alten mythologischen Vorstellungen und von den alten Vorstellungen über Natur und Gesellschaft. Dieses neue Denken verdrängt die alten mythischen Vorstellungen, verdrängt die alten Götter oder wandelt sie um in etwas Neues, in eine neue Herausforderung für die Menschheit. In dieser Zeit wird in Griechenland ein neues Genre erfunden, das Theater. Und wir haben uns die Werke von drei großen Dramatikern der Zeit angeschaut, Aeschylus, Sophokles und Euripides. Und in ihren Tragödien ist genau diese Umgestaltung der Gesellschaft Thema geworden. Eine Umgestaltung, die eben auch das Bild von den Göttern umfasst. Aeschylus, die Orestie, die letzte Tragödie darin, die Eumeniden. Darin handelt Aeschylus von dem Übergang vom Prinzip der Blutrache hin zu einer neuen Rechtsform, die auf Vernunftgründen, auf Abstimmung, auf einer Urteilsfindung in Form von sachlich geführten Dialogen beruht. Die alte Ordnung war garantiert durch die Rachegöttinnen, die Erinnyen. Die neue Ordnung ist geprägt von Apollon und Athene und den vollberechtigten Bürgern Athens, die alle zusammen bestimmen, wie über Orest, den Muttermörder, geurteilt werden soll. Hintergrund ist, wie gesagt, auch eine moderne Form der Rechtsprechung, die sich eben in diesen Jahrhunderten Bahn bricht in Griechenland und wo nun ein kompliziertes System von Urteilsfindung aufkommt in der griechischen Rechtsprechung, das man demokratisch auch nennen kann, eine Gemeinschaft von Laien, stimmt über ein Urteil ab. Und das ist doch sehr wichtig, sich immer in Erinnerung zu rufen, denn dass die Rechtsprechung, die unser heutiges Bild von Recht prägt, überkommt dann von Rom. Denn in Rom wird sich die Form der Rechtsprechung gewaltig ändern. Nicht mehr eine Laiengruppe, eine Mehrheit urteilt über einen Verbrecher oder eine Straftat, sondern die Rechtsendung geht über in Hände von Spezialisten, von Juristen, von Rechtsanwälten, von Advokaten. Und das bedeutet dann eine vollkommen andere Form der Rechtsfindung als das, was wir noch in diesem alten Griechenland und bei Aeschylus wiederfinden. Diese neue Form von Rechtsfindung, die Aeschylus beschreibt, bedeutet für die alten Rachegöttinnen, dass sie sich in die Wohlmeinenden, die Wohlgesinnten verwandeln müssen. Zwei Gottheiten, die das männliche Prinzip verdeutlichen, Apollon, der Gott des Lichts, der Klarheit, und Athena, die dem Kopf des Zeus entsprungene, die von keiner Mutter geborene, sie verweigern sich dem alten matriarchalischen Prinzip, den alten Rachegöttinnen, den alten Erdgottheiten und sie wollen eine Entsühnung des Muttermörders Orest aufgrund von sachlich geführten Urteilsfindung. Und damit wird die alte Bedeutung der alten weiblichen Gottheiten zurückgedrängt. Ein neues Prinzip, ein patriarchalisches Prinzip setzt sich auch
in Athen durch die Dominanz eines der Männer, die nun eben vollkommen anders Recht sprechen und nicht mehr von dem Prinzip der Blutrache, der Emotionen überwältigt sind, sondern allein durch sachliche Gründe ihr Urteil finden. Sachlich in den Augen der damaligen Zeit, wir würden heute da manchen Einspruch haben. Wir haben uns dann angeschaut, wie das Thema weitergeführt wird bei Sophokles im Ödipus und in der Antigone. Und in beiden Stücken wird der Sieg der alten Gottheiten vor Augen geführt. Hier ist es Sophokles, der betont, dass die menschliche, männliche Vernunft, der männliche, menschliche Logos gegen die Macht der Götter nichts anfangen kann. Er ist ihm ausgeliefert, ist ihnen ausgeliefert. Ödipus, ein wirklich schlauer Mann, der als einziger das Rätsel der Sphinx lösen kann, der versucht, einen Orakelspruch der Götter zu entkräften, indem er versucht, diesen Orakelspruch zunichte zu machen. Und das macht er dann auch wie sein Vater Laos, der auch so einen Orakelspruch der Götter bekommt und versucht, eben den nicht zur Vollendung kommen zu lassen. Und beide begehen dadurch eine Schuld, weil sie sich überheben, weil sie getragen sind von dem, was man Hybris nennt. Sie glauben aufgrund ihrer menschlichen Logik, ihres menschlichen Wissens, ihres menschlichen Vermögens, die Götter überlisten zu können. Und sie werden herausfinden, dass das nicht geht. Die zentrale Frage beim Ödipus ist wirklich die Frage nach dem Erkenne dich selbst. Dem Spruch, der über dem Eingang zum Tempel des Apollon in Delphi steht: Erkenne, Mensch, dass du ein Mensch bist und kein Gott und dass dir nicht die Macht gegeben ist, die den Göttern gegeben ist. Und alle menschliche Hybris muss bestraft werden. Und so wird die Hybris von Ödipus bestraft und die Hybris von seines Vaters Laios und auch der Mutter, die ja auch sich vergangen hat, an dem Willen der Götter, Jokaste. Interessant ist auch nochmal der Hintergrund, rein strafrechtlich gesehen, des Aspektes Intentionalität. Ödipus wird ja schuldig, ohne es zu wissen. Er will eben nicht schuldig werden. Er tut alles dafür, nicht schuldig zu werden, nicht die Taten zu begehen, die ihn die Götter geweissagt haben. Aber genau dadurch wird er schuldig. Er erschlägt seinen Vater und er heiratet seine Mutter. Und er muss dann die ganzen Konsequenzen dieser Tat tragen. Und das ist doch für uns moderne Menschen etwas, was wir so schwer begreifen können. Denn eigentlich kann der arme Mann ja gar nichts dafür. Er hat ja alles getan, um die Schuld nicht auf sich zu laden. Aber er muss nach dem damaligen Rechtsprinzip die Konsequenzen tragen und wird schwer bestraft. Dann das andere Stück von Sophokles, Antigone. Antigone, die als Frau an den alten Gebräuchen festhält, an den alten Traditionen, die tut, was die Götter wollen und sich den von Menschen gegebenen Gesetzen widersetzt. Ihr Kontrahent, ein erwachsener, alter Mann, Kreon, ihr Onkel, will die Ordnung des Staates sichern, will aufgrund von logischen, rationalen Argumenten seine Untergebenen schützen und Ordnung herrschen lassen in seinem Staat. Und dagegen die Rebellin Antigone, die die alten Bräuche betont, ihre Zugehörigkeit zu einer Sippe, die stellt sie höher als die Ordnung
des neu entstandenen Staatsgebildes. Euripides, 406, geschrieben die Bacchen. In dem Stück zeigt Euripides einen neuen Gott, einen neuen fremdartigen Gott, Dionysos, dem die Griechen viele Feste und eben die Theaterspiele gewidmet haben, ein wichtiger Gott der Griechen. Aber es ist ein importierter Gott, ein Gott, der übers Meer gekommen ist, ein fremder Gott aus Kleinasien, ein Barbar, denn alle Nicht-Griechen waren eben Barbaren in Augen der Griechen, nicht Zivilisierte. Und dieser neue Gott hat eben aber auch eine neue Kunstform mitgebracht, das Theater, auf dem er nun gehuldigt wird. Und in dem Stück Die Bacchen sieht man nun, wie angesichts einer der Gesellschaft des fünften vorchristlichen Jahrhunderts, des späten fünften vorchristlichen Jahrhunderts, von einem Autor, der ein Freund des Sokrates war und damit einer neuen, modernen Weltauffassung, wie in dieser Welt die Naturgottheiten neu gedacht, angedacht werden. Dieser Gott Dionysos ist ein gefährlicher Gott, einer, der Raserei, der Wildheit, der Zerstörung bringt. Er ist so barbarisch wie Medea, die eben auch aus einem nicht-griechischen Land kommt, eine Barbarin ist und ihre eigenen Kinder tötet. Das ist ja die große Heldin eines weiteren Dramas von Euripides. Und was ist die Lehre, die Euripides aus seiner Vorstellung von Göttern zieht? Wer die neue rationale Welt will, eine Welt will, die auf Logos, Sachlichkeit, Fragen, wissenschaftlicher Neugier beruht, die vernunftgeleitet ist, die einen vernunftgeleiteten Diskurs von Rede und Antwort fördert, muss die Macht der alten Götter respektieren. Er muss um ihre Macht wissen. Und diese Macht ist eben der Gegensatz zur menschlichen Rationalität, ist das Irrationale, das wilde Denken, das chaotische Denken, was nicht kontrolliert werden kann. Logos Ratio setzt auf Kontrolle, auf eine Kontrolle, die auf Überprüfbarkeit, auf Sachlichkeit beruht. Aber dass die Götter, das ist nun eben die Gegenmacht, die genau vor diesem Hintergrund sich in ihrer vollen Macht erweisen. Und man sieht sehr deutlich, wie da die noch direkte Macht der Götter, wie wir sie in der archaischen Zeit haben, immer ins Indirekte, zu einer indirekten Macht verlagert. Bei Aeschylus treten die Erinnen noch auf der Bühne auf. Sie sind noch wirklich leibhaftig da. Sie werden dann von Athene zu den Eumeniden verwandelt und bekommen einen Platz unter der Erde. Sie werden in einen Bereich unter der Erde verbannt, verschwinden darin, aber als wertgeschätzte Gottheiten dieses neuen Staates, modernen Staates. Bei Euripides, dieser Gott Dionysos, ist ein Gott, der sichtbar, unsichtbar ist. Pentheus erkennt ihn nicht. Er sieht nur den Menschen und verkennt, dass ihm ein Gott gegenübersteht. Er wird zum sichtbar, unsichtbaren Gott, der nicht kontrollierbar ist, der auch Kräfte im Menschen symbolisiert und zeigt, die etwas haben zu tun haben mit Triebhaftigkeit, mit Irrationalität. Das sind zerstörerisch wirkende Kräfte, die sogar zur Tötung der eigenen Kinder führen kann. Das ist eine sehr viel indirektere, aber sehr
gewaltige Herrschaft dieser neu gedachten Gottheit. Wer nicht mehr den alten Göttern folgen will, wer sich gegen sie stellt, kann in Raserei verfallen. Und so lautet die Quintessenz: die Vernunft gebiert Monster. Der Sohn, der seine Mutter, der von seiner Mutter zerfleischt wird, die Mutter, die ihre Kinder tötet, die Rache dieser Götter, die von der menschlichen Vernunft verdrängt werden und deren Macht nicht mehr anerkannt wird und die sich nun viel machtvoller rächen und machtvoller eben auch dadurch, weil sie weniger greifbar sind, weil sie sich in ein unsichtbar inneres Triebkraft verwandeln, die eben sehr viel dämonischer wirkt als noch die alten Erinnern, die bei Aeschylus auf der Bühne erscheinen. Interessant ist dabei die Rolle der Frauen, die tragende Kräfte dieses neuen Irrationalen sind. Die rasende Medea oder eben auch die Rebellin Antigone. Die Frauen als Traditionsbewahrerinnen, als enge Anhängerinnen der alten Gottheiten, demgegenüber die neue männliche Rationalität, die aber in diesen Stücken noch nicht die vollständige Kontrolle erreichen wird. Interessant auch, wie Antigone es gegenüber Kreon formuliert, eben: das sind vollkommen neue Gesetze, die du uns gegeben hast. Die sind schriftlich verfasst. Wir wissen, wann du sie erlassen hast. Und dagegen die alten mündlichen Traditionen, die ewig sind, deren Anfang man gar nicht zeitlich festmachen kann. Das ist eben auch die neue, die Skepsis der Griechen gegenüber einem neuen Medium, dem griechischen Alphabet, das um 750 aufkommt und dann nur noch nicht voll akzeptiert wird. Aristoteles wird vorgeworfen, dass er ein Vielleser sei. Und das ist nichts Tolles, sondern das ist eher eine Beschimpfung. Und auch Sokrates hat ja noch nichts aufgeschrieben. Das tut sein Schüler Platon dann für ihn. Sondern er hat seine philosophischen Gespräche rein mündlich geführt. Von ihm haben wir keine Schriften überliefert. Das zeigt doch, wie wenig anerkannt dieses neue Medium noch im 4. vorchristlichen Jahrhundert gewesen ist. Der Hintergrund dieser Literatur, dieses Umgangs mit den alten Göttern in der Literatur der Zeit beruht eben auf dem Umbau des Gemeinwesens, vor allem auch in Athen, der Abkehr von der alten bäuerlich-aristokratischen Gentilverfassung hin zu dem, was man attische Demokratie nennt, weg von den Clans, von den Sippen, vom Prinzip Blutrache zu gleichberechtigten Bürgergemeinschaften, zu geschriebenen Gesetzen, zu Diskursen, zu Abstimmungen, zu einem sprachlichen Aushandeln von Konflikten, zumindest auf der Bühne, wenn schon nicht in der Realität. Diesen Übergang hat man eben auch genannt, den Übergang vom Mythos zum Logos, und das wichtigste Jahrhundert ist da das 4. Jahrhundert geworden mit seinen drei großen griechischen Philosophen Sokrates, Platon und Aristoteles. Diese drei großen Männer, die in ihren Werken doch abgehen von den alten Göttervorstellungen. Und Sokrates wird ja schließlich auch zum Tod verurteilt, weil er eben ein Verderber der Jugend sei mit seinem neuen Gott Daimon, mit der Kritik an den alten Göttern.
bis hin zu Aristoteles, der dann eben wirklich Prinzipien der Wissenschaftlichkeit in die Welt setzt, die lange, lange Zeit im Abendland vorherrschend gewesen sind, die Grundlage unseres wissenschaftlichen Denkens ausgemacht haben, die Wahrheitsfindungsprozesse gefördert haben, die so auf etwas gesetzt haben wie Fakten, wie Kausalitäten, wie Wesensbestimmungen, Definitionen, eben eine Wissenschaftlichkeit, die auf Nachvollziehbarkeit und menschlicher Rationalität beruht. Weggeht vom Mythos hin zu Wissenschaftlichkeit. Und das hat dann nun eben Auswirkungen auch noch auf ganz neue Art und Weise auf die Darstellung der Götter in den uns überlieferten Texten. Die Götter in der frühen Zeit tauchen auf in Gebeten, in Hymnen, in heiligen Texten, wie es auch noch eben die Ilias von Homer ist. Und sie werden zunehmend zu Gottheiten in einem Textbereich, den man fiktional nennen kann. Der Übergang vom Mythos zum Logos bedeutet eben auch der Übergang von heiligen Texten hin zu fiktionalen Texten. Wir haben gesehen, es entsteht eben eine neue Kunstform, das Theater in den Dionysien, in denen nun Dichter noch anhand der alten Mythen, aber schon erfundene Dramenhandlungen auf die Bühne bringen. Sie zeitgenössisch umgestalten, sie in einem neuen Gewande den Zuschauern nahebringen. Und aus den heiligen Texten werden Kunsttexte, werden literarische Texte, die zum Vergnügen der Menschen verfasst werden. Das ist ein Prozess, der sehr, sehr viele Jahrhunderte dauert, aber den man auch schon in dieser griechisch-klassischen Zeit bemerken kann. Dahinter steht eben eine neue Kunsttheorie, die auch von Platon in die Welt gesetzt wurde, mit seiner Unterscheidung einer wahren Seinswelt, einer Welt des Reiches der Ideen, der Urbilder. Und diesem wahren Sein, nach dem jeder Philosoph streben muss, wird die Welt der Erscheinungen gegenübergesetzt, die Erscheinungswelt, die Abbilder dieser Welt der Ideen, der Urbilder sind. Und diese Welt, in der der Mensch lebt, das ist eine Welt des Scheins, eine Welt der Illusionen, auch der Unwahrheit und der Lüge und damit eben auch der Fiktion. Denn die Künstler tun ni nichts anderes, als von dieser Scheinwelt eine Superscheinwelt zu gerieren. Also wenn es das wahre Reich der Ideen gibt, die Urbilder und die Welt, die Abbilder dieser Urbilder darstellt, dann macht die Kunst nichts anderes, als Abbilder von Abbildern zu schaffen und damit eine Kunst hoch drei, eine Illusion hoch drei, setzt die Kunst in die Welt. Das ist die sogenannte Mimesis-Theorie, die Theorie der Nachahmung. Die Künstler schaffen künstliche Gebilde, Illusionen, und die Texte, die nun von den Naturgottheiten handeln, sind literarische Texte, sind fiktive Texte, fiktionale Texte, sind erfundene Geschichten, sind amüsant, sind witzig, sind auch manchmal Horrorgeschichten, je nachdem, wie sich der Gott in diesen Geschichten verhält. Dieser Trend verstärkt sich ganz stark zur Zeit der römischen Herrschaft über das Mittelmeer. Wir werden uns in den nächsten Zeichensetzungssitzungen
mit Vergil, Ovid und Apuleius beschäftigen und sehen, dass wir jetzt zunehmend Geschichten von Göttern zu hören bekommen, zu lesen bekommen, denen der heilige Kontext, der heilige Rahmen fehlt. Es sind jetzt keine heiligen Texte mehr, sondern sie sind rein zum Vergnügen des Lesers geschrieben worden. Das sieht man sehr schön an Apuleius, Amor und Psyche. Bei Vergil ist es noch etwas anders, da hat es auch noch einen politischen Anspruch, an den Herrschaftsanspruch des Augustus zu betonen. Aber dennoch weiß man, dass es eine Erfindung eines Autors ist, der hinter diesen Texten steht. Aus den vielen alten Naturgottheiten sind literarische Gestalten geworden. Und das dauert sehr lange, bis die Fiktionalität sich wirklich durchsetzt. Es ist ein sehr langsamer Prozess. Und wir werden uns die nächsten Male eben diesen Prozess genauer anschauen, wenn wir uns ein wenig der römischen Literatur zuwenden werden.